Ich bin Chris und herzlich willkommen bei Unicorn. Are you listening? Damn. Yeah. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zurück zu den Grundlagenvideos. Was machen wir heute? Wir werden heute die Gelnägel vom letzten Mal auffüllen. Das heißt, wir machen heute French. Also, viel Spaß dabei. Jetzt fangen wir an, das French aufzutragen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal mit dem Pinsel oder einmal mit dem Dotting Stick. Dotting Stick ist einfach nur eine dünne oder etwas dickere Spitze mit einer Kugel vorne dran. Damit kann man auch French auftragen. Manche kommen damit besser klar am Anfang. Also wenn ihr wirklich Anfänger seid, versucht es erstmal hiermit, anstatt mit dem Pinsel. Mit dem Pinsel ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, möchte ich mal sagen. Aber ich habe mich daran gewöhnt und habe es immer so gemacht. Also ich mache es mit dem Pinsel. Ich zeige es euch aber auch nochmal mit dem Dotting Stick. Vorher müssen wir das Ganze erstmal abcleanern, weil wir haben jetzt wieder die Schwitzschicht durch das Aufbaugel drauf. Die entfernen wir jetzt einmal und mattieren das Ganze mit dem Buffer ganz kurz an. Falls noch kleine Hubbel da sind durch irgendwelche Staubeinschlüsse, können wir die jetzt hiermit auch nochmal wegmachen. Und dadurch, dass wir das anmattieren, ist es so, als wenn ihr wie auf Papier zeichnen würdet. Macht das Ganze relativ einfach. So, wir haben jetzt hier drei French-Farben. Einmal ein Natur-French, was bei mir im Studio wirklich sehr gut ging. Also die Hälfte der Kunden hat wirklich Natur-French genommen. Muss man natürlich noch ein bisschen umrühren. Dann haben wir ein ganz normales Farbgel. Dazu ist nicht viel zu sagen. Farbgel, ganz normal. Natürlich könnt ihr auch Shellac nehmen als French. Haben wir jetzt den wir letztes Mal komplett als Nagellack hatten. Vielleicht nehmen wir den. Wir probieren es jetzt erstmal aus, was am besten gefällt. Und wir fangen mit dem Natur French an. Und zum Dotting Stick nehmt erstmal die kleine Kugel am besten, um euch dran zu gewöhnen, tunkt das ein, nehmt euch so einen Tropfen mit und dann fangt ihr vorne an der Spitze und arbeitet euch dann so langsam, also ihr schiebt das Gel langsam in die Ecken, wo ihr es braucht. Wirklich gucken, dass ihr eine schöne Smile-Line kriegt. Dass die Linie wirklich lächelt. Dass das nicht so zackig aussieht, sondern wirklich eine schöne. Als Tipp könnt ihr euch einen Tipp nehmen, weil das ist auch genau dieselbe Form, die ihr braucht. Also ihr könnt euch das so ein bisschen als Anhaltspunkt nehmen. Zur French-Breite. Ihr müsst jetzt natürlich gucken, dass hier unter den Ansatz des Naturnagels kommt und ungefähr noch ein bisschen weiter, damit der Nagel auch wachsen kann und der Kunde nicht direkt den Ansatz durchsieht. Ungefähr so 1-2 mm mehr. Das dürfte so für 3 Wochen reichen ungefähr. Und ja, dann seid ihr fertig. Ihr macht am besten jeden Finger einzeln. Zum Anfang müsst ihr natürlich gucken, was ihr für ein French habt. Wenn ihr ein schneeweißes French habt, das verläuft meistens schneller. Oder so ein Farbgel, das verläuft meistens schneller. Da wirklich nur einen Finger machen. Ansonsten könnt ihr, wenn ihr schnell seid, auch zwei Finger machen, sonst verläuft es zu stark irgendwann. Zeige ich euch mal die Pinselvariante. Ähnlich wie beim Dotting Stick schiebe ich mir hier das Gel
dahin, wo ich es brauche. Und komme mit der Hand in das Gel rein. Zum Schluss, falls ihr hier noch so Stellen habt, nehmt einfach nochmal ein bisschen Farbgel und geht da drüber und verschlichtet das Ganze. Scheiße. So, beim Shellack drauf achten, dass ihr nicht zu dick auftragt. Da müsst ihr wirklich gucken, dass ihr es dünn macht, sonst habt ihr Probleme mit der Aushärtung. Nehmt euch einfach den Pinsel, streift das ein bisschen auf euren Pinsel ab. Also den Pinsel aus dem Fläschchen und streift das ein bisschen an euren Pinsel ab und dann könnt ihr auch schon direkt auftragen. Das Ganze könnt ihr natürlich genauso mit dem Dotting-Stick machen. Gucken, dass ihr es möglichst dünn macht, nicht zu dick. So, nach langer Diskussion haben wir uns jetzt für Mintgrün entschieden. Das heißt, die anderen Farben kommen ab. Nehmt dazu einfach ein bisschen Cleaner und wischt die Farben wieder weg. Also auf keinen Fall aushärten lassen, sonst habt ihr dann gleich ein Problem, sonst könnt ihr das Ganze wieder abfeilen. Und ja, den nehmen wir auch mal wieder weg, weil der ist schon ein bisschen verlaufen. Und wenn ihr das abgecleanert habt, geht noch mal kurz mit dem Buffer drüber. Und dann können wir loslegen mit dem French. Ich zeig's euch jetzt noch einmal mit dem Dotting Stick. Eintauchen. Und dann auf den Nagel. Millimeter unter den Naturnagelansatz. Beim Dotting Stick hat man oft das Problem, dass man zu viel aufträgt. Also da müsst ihr ein bisschen gucken. So, das Ganze schön verschlichten dann, wenn ihr euch sicher seid. Gucken, hier vielleicht nochmal mit dem Finger wegmachen, wenn was auf die Haut gelaufen ist. Und dann rein in die Lampe. Auch beim French ist es wie beim Aufbaugel. Lasst die Kundin den Zeigefinger am besten einzeln reintun. Genauso wie der Daumen, der kommt auch einzeln in die Lampe rein. Es kommt natürlich immer aufs French an, aber es ist ein besseres Härtungsergebnis, wenn ihr die beiden einzeln in die Lampe reinlegen lasst. So, jetzt kommt das Aufbaugel. Wir sind mit dem French fertig. Wie beim letzten Video, ich werde euch das natürlich hier nochmal verlinken. Und ja, wie beim letzten Mal, Aufbaugel. So, wir haben das Aufbaugel jetzt aufgetragen. Wir werden das Ganze jetzt nachfeilen. Beim Nachfeilen und French müsst ihr darauf achten, dass ihr den French jetzt nicht wegfeilt. Ganz wichtig. Also wirklich vorsichtig an den Rändern feilen. Und ja, ansonsten dasselbe wie letztes Mal. Schöne C-Kurve rausarbeiten und falls Gel auf der Haut ist, das natürlich auch wegfeilen. So, das war's auch schon mit den grundlegenden Technikvideos von mir. Das nächste Mal werden wir auf die Feinheiten eingehen, wie zum Beispiel, wie feile ich richtig, die richtige Nagelform oder noch genaueres zur C-Kurve. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gerne share, teilen, liken und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Chris.
Come on.